Leute, ich möchte am liebsten gerade losheulen, ne? Ich war in dem Moment total geschockt. Ich so, das kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Ağlamıyorum. Sinirlerim bozuldu. Long time no see. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist momentan die anstrengendste Phase, weil er läuft überall. Schatzi, hierher. Hierher, habe ich gesagt. Könnt ihr das sehen? Und könnt ihr auch hier die Uhrzeit sehen, die ich hier gerade einblende? Das heißt, es ist morgens und ich muss morgens, damit diese Bude ein bisschen Licht hat, muss ich Licht anmachen, ja? Sonst ist sie so dunkel. Help. So, ich mache mir jetzt hier zwei Eier in meinem Wasserkocher. Keine Panik, das ist nicht dreckig, das ist sogar sauber. Das geht ein bisschen so Flecken, die nicht mehr rausgehen. Ich liebe diesen Wasserkocher. Den habe ich mal bei Rossmann gekauft von Ideenwelt. Der ist schon 7 Jahre oder so alt und funktioniert immer noch. So. Wichtig ist nur, dass ihr dieses Teil hier nicht verliert, damit ihr nämlich die Eier hier einsetzen könnt. Und ich möchte nämlich zwei Stück haben, Medium. Und dann musst du hier halt gucken, zwei Stück Medium, wie viel Wasser du da reinfüllen musst. Ciao. So, jetzt haben wir ein bisschen Hunger, ne, Olo? Ich habe hier noch Brot von gestern. Das können wir noch aufessen. Ne? Wir wollen hier nichts verschwenden. So, wir frühstücken jetzt und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, für deinen Videotitel siehst du aber noch relativ glücklich aus. Ja, was soll ich denn machen? Das wollte ich euch jetzt nochmal ganz kurz erzählen. Also wir waren, ich glaube, da war ich in der 14. Schwangerschaftswoche. Da waren wir ja im Urlaub und da musste ich notgedrungen zum Arzt, weil mir so schlecht war. Und ich seit 2, 3 Tagen nichts mehr getrunken habe und ich war innerlich ausgetrocknet und ich habe nur gespuckt und Wasserhaushalt musste halt wieder aufgefüllt werden und deswegen wollte ich eine Infusion haben. So, und dann sind wir da zum Arzt gegangen und ich hing da, ich bin, das kann nur einer verstehen, der wirklich schwanger ist und war und diese Kotzkrankheit hatte. Ich habe den von morgens bis abends nur gespuckt, ne Leute? Na, auf jeden Fall waren wir dann im Krankenhaus und ich hing da so beim Krepieren, ne? Und der Doktor dann so, stell dich mal nicht so an. Du wirst von Übelkeit nicht sterben, ne? Und in dem Moment, ich wollte ihn an die Gurgel springen, so, ne? Naja, auf jeden Fall meinte er dann, ja, bevor wir dir eine Infusion geben, müssen wir auf jeden Fall erstmal gucken, eine Routine machen, also ein Check-up mit deinem Baby, ob alles in Ordnung ist und so weiter und so fort. So, dann bin ich dann in die, und das war auch wieder voll die Abzocke, weil normalerweise, wenn ich eine Infusion kriege, muss vorher nicht geguckt werden, weil es einfach nur eine Infusion ist, ne? Ne, auf jeden Fall guckt die Dame dann über den Bauch, macht sie Ultraschall und sagt dann zu mir, ich so, was ist? Ja, die Nackenfalte von ihrem Baby, die ist ganz schön dick. Ich so, das heißt? Sie sagte, ja, das kann sein, dass das dazu führt, dass ihr Baby Down-Syndrom hat. Und ich erstmal so einen Moment so, war total so geschockt. Und sie sagte, aber damit ich mir nochmal sicher gehen kann, möchte ich gerne nochmal von unten gucken. Das heißt, sie hat Ultraschall nur vom Bauch gemacht und dann hat sie halt von unten nochmal vaginal mit diesem Ultraschall ist sie dann da reingegangen. Ja, und dann hat sie nochmal die Nackenfalte gemessen, obwohl ich das gar nicht wollte, obwohl ich sie gar nicht darum gefragt habe. Hat sie dann gesagt, ja, also die Nackenfalte ist so gerade an der Grenze. Sie sagte, um jetzt sicher zu gehen, ob ihr Baby wirklich Down-Syndrom hat, müssen wir eine Fruchtwasserpunktion machen. Und ich so, was bringt das? Ja, dann könnten wir Gewissheit haben. Ich so, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann wirklich so ist? Und sie konnte mir daraufhin keine Antwort geben. Und ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, bei denen, und die Fruchtwasserpunktion war auch positiv, und im Endeffekt ist das Baby vollkommen gesund auf die Welt gekommen.
Ja, und dann sagte sie, ja, und wenn das Ergebnis denn da ist, dann können wir ja entscheiden, ob wir das Kind abtreiben oder nicht. Ich so, was? Ich war in dem Moment total geschockt. Ich so, das kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Wenn das Baby jetzt Down-Syndrom hätte, dann würde ich das Kind trotzdem gebären. Das ist trotzdem mein Kind. Ich kann verstehen, dass es wahrscheinlich einige gibt, die sagen, nee, ich möchte lieber kein behindertes Kind auf die Welt setzen und treiben das dann ab. Aber für mich kam es absolut überhaupt nicht in Frage. Und wir wissen bis heute nicht, ob das jetzt so ist oder nicht. Also das werden wir dann wahrscheinlich bei der Geburt dann sehen, ob es Down hat oder nicht. Aber es ist trotzdem mein Kind. Stell dir vor, du treibst es ab und im Endeffekt wäre es trotzdem gesund auf die Welt gekommen. Ich glaube, mit diesem Gewissen könnte ich gar nicht leben. Weil das haben sie nämlich bei meiner Schwägerin auch gesagt, dass das Kind behindert wird. Und das Kind hat überhaupt nichts. Also Ärzte können sich und Tests können sich definitiv irren. Und ich kenne so viele, bei denen das so passiert ist. Und deswegen habe ich mich sofort dagegen entschieden. Ich habe gesagt, ich bringe das Kind, so wahr Allah das möchte, auf die Welt. Und wenn es behindert ist, dann ist es behindert. Dann ist das halt so. Und ja. So, deswegen bin ich so locker, weil ich jetzt einfach nicht weiß, was soll ich machen. Es ändert einfach nichts an der Sache und ich muss es einfach so hinnehmen. Und ja, wir werden dann im Endeffekt dann ja sehen, wenn das Baby, ich kann jetzt keinen Namen nennen, weil ich weiß auch noch nicht einmal das Geschlecht, wenn es dann auf der Welt ist. Und ja, ich denke, diese Woche werde ich dann zu diesem Ultraschall gehen und da werden die wahrscheinlich das Geschlecht feststellen. Ich werde dem Arzt sagen, dass er es bitte auf den Zettel schreiben soll, weil ich habe hier nämlich diese Konfettikanonen. Einmal ein Junge und einmal ein Mädchen bestellt. Und dann werden wir ja sehen, was es dann ist. So, wir machen jetzt unser Frühstück jetzt. Oh, wir haben gefrühstückt. Ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen fertig machen. Weil wir haben nämlich gleich... Ich hasse diese Kamera, Leute, ne? Es muss eine neue her. Ich habe das Gefühl, die ist so unscharf ständig. Und halt nicht mehr up to date, obwohl die Kamera ist relativ neu. Wir haben gleich eine Wohnungsbesichtigung. Ah! Ja, ich freue mich richtig. Ja, Hamza freut sich auch. Ich hoffe so dermaßen, dass das mit dieser Wohnung klappt, ne? Bitte, bitte, bitte drückt mir die Daumen. Ich habe hier doch zwei, die sind eigentlich gar nicht schlecht. Zwei Make-ups. Und zwar diese beiden. Ich glaube, ich nehme heute mal den, weil ich versuche, wie gesagt, aufzubrauchen. Weil ich mag das eigentlich nicht, wegzuschmeißen oder auszusortieren. Ihr wisst, ich habe einen ganzen Rucksack aussortiert, aber das kommt ja nicht im Müll. Es ist einfach aussortiert und bleibt in der... nicht mehr im Schrank. So. Er pummelt überall rum, ja? Überall. Und er fasst auch immer das an, was er nicht soll. Ist das normal? Ach ja, was ich euch noch zeigen wollte hier, ne? Kaputt gemacht. Der liebe Hamza hat meinen Highlighter kaputt gemacht. Oh, ich könnte durchdrehen, ey. Naja, egal. So, ich mache mich jetzt hier nochmal fertig, okay? So, ich bin fertig. Sieht hier mit dem Licht so ein bisschen scheiße aus, aber bei Tageslicht sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus. So, das ist mein Outfit, Leute. Das ist mein Babybauch in der 21. Woche und meine Hose passt mir noch. Also es ist alles ein bisschen komisch. Auf der Waage, Leute, habe ich ganz genau momentan in der 21. Schwangerschaftswoche 600 Gramm zugenommen. Yay! Ich glaube, da kann ich feiern. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, ich weiß eigentlich gar nicht, woran das liegt. Ich habe keinen Plan, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass ich jetzt nicht mehr so regelmäßig stille, Leute. Ich stille noch, aber so alle zwei Tage einmal, wenn es mal hochkommt. Also das hat sich jetzt so reguliert, ne? Und vielleicht liegt es daran, weil meine Ärztin meinte, ja, durch das Stillen hat dein Körper Fett deponiert und das... Vielleicht hätte ich noch gestillt, vielleicht wäre ich jetzt schon wieder bei plus 10 Kilo, keine Ahnung. Also ich habe mit 84, nein, Hamza, nein, nein, Nejim. Heute, hoffentlich klappt das mit dem Auto. Dann haben wir heute noch die Wohnungsbesichtigung, drück mir die Daumen und heute kommt auch unser Schmuck endlich.
Unser Dudi-Schmuck, ich muss es jetzt leider hier nochmal mit Werbung. Warum dauert das Ganze so lange? Das kann ich euch sagen, weil alles handmade ist und ich zeige euch mal so, wie das aussehen könnte. Warte mal, vielleicht kann man es erkennen, wenn ich reinzoome. Tatsache. So. Rechts die Purpur-Ohrringe von damals, die wird es auch immer noch geben, also mit diesen Steinen. Dann haben wir einmal das Lila, ne? Das ist Light Version. Da bekommen wir leider die Steine nicht. Und das andere, das Blaue. Ich glaube, ich spinne. Gib meinen Beauty-Blender her! Allah, Allah. Und das links sind halt die mit den blauen Steinen. Guckt euch mal die Steine an, wie schön die funkeln. Ah. Also, ja. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Das jetzt nur zu den Purpur-Ohrringen. Es wird noch sehr viele neue Modelle geben. Und ich bin so gespannt. Das wird euch gefallen. Also... Ich bin mir sicher, dass euch das gefallen will. Und ja, wir sind jetzt gerade am Verhandeln mit der Fulfillment-Firma, weil die Ware wird wieder nach Deutschland verschickt. Es läuft alles über unseren Online-Shop, also nicht mehr über Amazon, sondern über unseren Online-Shop. Aber die Ware wird trotzdem aus Deutschland versendet. Also die Ware wird vorab an einen Fulfillment-Dienstleister verschickt und dort wird es dann innerhalb von einem Tag dann an euch versendet. Also ihr braucht euch keine Gedanken um Zollgebühren oder sonstiges machen. Und ja... Ich sage auf jeden Fall Bescheid, wenn es soweit ist. Also es könnte sich nur noch um 1, 2, 3 Wochen handeln. Das dazu. Jetzt warten wir auf Sami, dass er kommt und uns abholt zu der Wohnungsbesichtigung. Ich hoffe so sehr, dass es mit dem Auto geklappt hat. Ich werde jetzt wahrscheinlich sagen, Ebo, du und dein scheiß Auto. Du sagst, das ist doch nur ein Auto. Ja, aber ich bin so, so dankbar dafür, Leute. Ich kann euch das gar nicht erzählen, weil in einer Großstadt ohne Auto, es ist katastrophal. Und wenn ich mir ein Auto leisten kann, ja, dann bin ich dafür mega dankbar, auch wenn es nur ein Clio ist. Aber ich bin trotzdem dafür mega dankbar und ich weiß das zu schätzen, Leute. Und ja, wie gesagt, für andere Leute ist das wahrscheinlich auch so ein Auto, aber für mich ist das das Ding, Leute. Und ich freue mich, dass ich dann ein eigenes Auto habe, mit dem ich dann auch mit Hamza durch die Gegend cruisen kann. Oh nee! Huch! Guck! Mäuschen, sag mal piep! Ah! Piep! Ah! Ah! Ist das lang? Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut auf die Wohnungsbesichtigungen. Jetzt sagen die ja erst am Mittwoch. Seit einer Woche warte ich schon, weil beide haben dazwischen. Weil seit einer Woche warte ich darauf, dass ich die Wohnung endlich mal besichtigen kann. Jetzt sind die nicht da. Oh, ich habe mich so darauf gefreut. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man sich auf etwas freut und dann... Bäm. Yo, onun için mi ağlıyorsun? Ağlamıyorum, sinirlerim bozuldu. Ya kuzum, niye bu kadar şey yapıyorsun ki? İstemiyorum bu evi artık Sami yani. Oğlum kafayı mı yedin? Adam ev sahibi oturuyor ya. Ne yapalım? Adamı mı kovalım? Allah'ım yarabbim ben. Es ist leider immer noch so, dass diese Wohnung mich bedrückt. Ich weiß, ich kann froh sein, dass ich ein Haus über den Kopf habe, aber die Wohnung macht mich einfach hier so fertig. Ihr habt selber gesehen, morgens muss man schon Licht anmachen, damit hier überall... Es ist einfach... Mir fehlt einfach dieses helle, freundliche, das... Naja, egal. So, jetzt kann ich mich auch gar nicht über das Auto freuen. Ich wollte diesen Lippenstift eigentlich gar nicht tragen, aber Hamza hat meinen anderen Lippenstift verloren. Beziehungsweise er packt ihn immer irgendwo hin und dann finden wir den nicht mehr wieder. So, das ist jetzt mein neues Auto. Ein Clio, wie gesagt. Allerdings ist es hier gerade relativ eng und ich kann nicht weiter zurück, weil sonst Hamza da eingequetscht ist mit seinem Kindersitz. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar über das Auto. Ich freue mich sehr. Aber es ist schon klein, ne? Und, also klein im Sinne von eng. Aber das reicht vollkommen. Und ja. Durch die Scheibe wirkt das jetzt so dunkel, Leute. Auch an der Frontscheibe ist hier eine kleine Verdunklung drin. Und letztes Mal haben wir hier geparkt. Das ist übrigens unser Fischladen, wo wir gleich hingehen. Letztes Mal haben wir hier geparkt. Ja, letztens haben wir hier geparkt und dann wurde unser Auto abgeschleppt. Scheiße, ey.
Oh, das war echt scheiße. Und ja, jetzt machen wir das anders. Jetzt geben wir das Auto einfach hier vorne ab und dann sollen die das selber parken. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch hier schon mal gezeigt habe. Das ist abends, das ist hier so voll. Da kann man sich überhaupt nicht mehr unterhalten und das hat hier auch noch ein Stockwerk höher. Und ja, jetzt wollen wir hier Fisch essen, das heißt, da kommen immer so kleine Portionen. Die kannst du dann immer sagen, ob du es willst oder nicht. Das ist so wie beim Rudizio. Und ja. So, da kommen jetzt immer so Fischspezialitäten. Das ist jetzt einmal hier Calamares und das ist hier irgendein Fisch mit Zwiebeln drauf. Haben wir hier einen Salat, den Sami schon durchgemixt hat. Eine Fischsuppe. Hello, jetzt bin ich an der Reihe mit dem Autofahren. Leute, es ist so schön und ich bin es eigentlich immer nur gewohnt, Gangschaltung zu fahren. Und jetzt dieses Auto ist ja Automatik. Automatik, und das brauchst du einfach in einer Stadt wie in Istanbul. Weil wenn hier immer mega Stau ist, dann kriegst du nachher einen eingeschlafenen Fuß. Und das geht irgendwann nicht mehr deswegen. Und ich bin gerade so glücklich, echt Leute, es ist so schön, ich freue mich wirklich, ich hoffe, ihr freut euch für mich mit. Und ja, jetzt geht's wieder ab nach Hause. Wir haben uns heute gefressen. So, wir haben das jetzt kurz vor, 10:45. Ich habe gestern hier noch so ein bisschen Hack mit Püree gemacht. Ich habe jetzt gerade Hunger gekriegt, weil unser Fisch ist jetzt schon ein paar Stunden, beziehungsweise es war um 4 her ist. Als ihr jetzt fragt, wo Sami ist, der hat heute Ausgang. Muss auch sein. Also der trifft sich heute mit seinen Freunden. Das macht er so einmal die Woche und das ist auch völlig okay. Und Hamza schläft seit einer Stunde und gleich gucke ich noch ein bisschen Dizzy. Also, das ist so eine Gefängnisserie mit Frauen und so weiter. Und dann geht es auch für mich ins Bett. Aber ich kann nicht schlafen, Leute. Ne? Das ist so furchtbar. Und der Fisch, ne, Leute. Ich habe so einen Blähbauch. Das grummelt nur so. Es kommt immer, wenn ich Fisch esse, dann habe ich so einen Blähbauch. Ich wusste gar nicht, dass Fisch so aufblähend ist. Aber liegt das vielleicht... Ja, nö, das muss ja am Fisch liegen, weil das habe ich jedes Mal. Na gut, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter essen. Um die Uhrzeit. Ach, ich weiß, es geht nicht. Ich habe mega Hunger. Und ja, bevor ich mir jetzt irgendwelche Naschis hier reinpfeife, dann lieber was Anständiges essen. So, dann würde ich jetzt den Tag ausklingen lassen und dann sehen wir uns morgen. Ich kann gerade meinen Gefühlen keinen Ausdruck geben, weil wir waren die Wohnung besichtigen und wir haben die Wohnung bekommen. Ey Leute, ich möchte am liebsten gerade losheulen, ne? Das ist mir so ein Stein jetzt gerade vom Herzen gefallen, weil... Die Wohnungsinhaber sind natürlich auch aus Deutschland, was für ein Zufall. Und dann haben wir uns super verstanden. Und ja, wir haben die Wohnung gekriegt und die ist so schön. Und ich freue mich so. Und wir ziehen zwar erst in 2 Monaten um, aber jetzt habe ich auch genug Zeit, meine Sachen dann auszusortieren und so weiter und so fort. Und Leute, mir fällt so ein Stein vom Herz, weil ich einfach nur noch aus dieser Wohnung raus will. Die bedrückt mich so und wir haben sogar einen Garten. So schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall tierisch und freut euch bitte für mich mit. Und ich würde sagen, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt und dann sehen wir uns am Wochenende wieder. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss.